bei Wasen-TV. Auch in diesem Jahr wollen wir mal wieder auf dem Cannstatter Wasen, dem großen Volksfest hier in Stuttgart, uns umschauen. Wir haben spannende Studiogäste bei uns im Festzeltstudio hier im Göckelesmeier Festzelt. Wir haben Impressionen der tollen Fahrgeschäfte hier auf dem Cannstatter Wasen. Und wir haben vor allen Dingen das, was den Startschuss ausmacht, eine Veranstaltung, die 4 Millionen Besucher erwartet, nämlich den Fassanstich von OB Fritz Kuhn. Und den schauen wir uns jetzt mal an. Es dreht sich das Karussell. 1, 2, 3, 4. Und einen kleinen Abschlag. So, das war der Fassanstich von OB Fritz Kuhn. 4 oder mehr Schläge hat er gebraucht. Frau Eisenmann ist heute mit bei uns dabei. War nicht ganz so toll wie letztes Jahr, oder? Nein, aber schon Luft nach oben, aber es war okay. Es war okay. Sie sind beim Wasen dabei. Was macht der Wasen für Sie, der Reiz des Wasens, immer noch aus? Ah, es ist immer noch ein familiäres Fest. Man fühlt sich wohl, es wird friedlich gefeiert. Es gibt tolles Essen für jeden was dabei und es ist eine wunderbare Stimmung. Die Leute kommen, um sich zu amüsieren und das gehört in den heutigen Zeiten auch dazu. Jetzt sind Sie natürlich Kultusministerin, das neue Schuljahr hat begonnen. Was war eigentlich Ihr bestes Schulfach und Ihr schlechtestes? Also mein bestes war zugegebenermaßen Deutsch und mein schlechtestes kann ich nicht sagen, das schwankt zwischen Mathe und Physik, ehrlich gesagt. Zwischen Mathe und Physik? Ach gut, das haben wir ja gemeinsam. Also aus beides was war irgendwo. Was war eigentlich dein bestes Schulfach? Stefanie Heibers hier vom Deutsch. SWR. Deutsch. Ich bin Scheffel-Preisträgerin. Das war jetzt angegeben, aber es stimmt tatsächlich. Nein, das ist irgendwas wunderbar. Muss ich ja auch kennen. Aber jetzt kennt man dich natürlich beim SWR-Fernsehen. Vorher warst du aber bei SWR3, hast Partys gemacht und alles drum und dran. Ist schon auch nochmal was anderes. Wie war denn eigentlich, warum hast du diesen Change gemacht von SWR3 zum Fernsehen zum SWR? Also es war tatsächlich einfach so, ich war lange bei SWR3 und dann habe ich dann irgendwann das Gefühl gehabt, da war mal eine totale Panne, da ging gar nichts mehr im Studio. Und als mir das bloß noch Spaß gemacht hat und ich nicht einmal mehr nervös geworden bin, habe ich gedacht, jetzt muss ich mal irgendwas anderes probieren. Dann haben die vom Fernsehen angerufen und dann habe ich gesagt, ja gut, dann probieren wir mal das. Und dann ging es halt auch wieder heim in die württembergische Heimat. Ne? Jetzt haben wir dich gewinnen können heute Abend, weil du hast auch die Waseneröffnung moderiert. Da können wir mal ein paar Einspielsequenzen zeigen, was du da auf der Bühne gemacht hast. Ich war ja ganz begeistert. Du kennst alle Wirte per Du. Also du bist hier wirklich ein Wasen-Fan, oder? Naja, also ich muss ehrlich sagen, letztes Jahr habe ich es das erste Mal gemacht. Ich bin in große Fußstapfen getreten von Sonja Schrecklein. Aber dann merkt man sich das auch und die sind halt auch so nett. Man kommt ja mit jedem gleich ins Gespräch und per Sie auf dem Wasen. Wir freuen uns, dass René Rast da ist. Als DTM-Champion, als fritzgebackener DTM-Champion und Sie haben ja schon in 2017 eigentlich Geschichte geschrieben, als Sie in der vollen DTM-Saison den Titel sich gesichert haben. Jetzt können wir mal ein paar Sequenzen zeigen von Ihrem Erfolg in diesem Jahr, als Sie den DTM-Titel wieder gewonnen haben. Wie fühlt sich das denn jetzt an, zweimaliger DTM-Champion? Kann man damit vor der Saison schon liebäugeln, dass man sagt, das ist mein Ziel für dieses Jahr? Ja, nicht wirklich. Ich meine, jede DTM-Saison ist anders und es kommt immer anders, als man sich das vorher ausmalt. Von dem her kann man nicht damit rechnen, aber wir waren der Favorit. Man musste natürlich umsetzen, aber es war ein gigantisches Jahr, haben keine Fehler gemacht. Von dem her haben wir natürlich dann auch hoffentlich verdient gewonnen am Ende. Und wie haben Sie dann den Titel gefeiert, ordentlich krachen lassen? Ja, doch, das war schon eine feucht-fröhliche Party am Sonntagabend. Da gab es einige zerrissene Hemden. Die Rechnung. Zerrissene Hemden? Zerrissene Hemden, blutige Nasen, viele Feuerlöcher, die geleert wurden. Also es war eine ordentliche Feier und mit einer ordentlichen Rechnung zur Säuberung am nächsten Tag. Apropos ordentlich feiern, Karl Mayer ist hier, wir sind zu Gast im Göckelesmeier-Zelt. Ein tolles Zelt. Wie lange dauert es eigentlich, bis dieses Zelt aufgebaut ist? Und was kostet eigentlich so ein Zelt, das ihr hier auf dem Wasen anbietet? Also dauern tut es ungefähr 8 Wochen, bis wir startklar sind. Wirklich von der ersten Ankerplatte, die geschlagen wird, bis hin zum letzten Birnchen, das irgendwo reingeschraubt wird. Dann hast du natürlich, wenn man einen gewissen Anspruch hat an die Architektur, jedes Jahr in Teilbereichen auch was Neues. Wir haben dieses Jahr eine neue Bar gebaut, eine sehr schöne. Das sind dann natürlich Sachen, die ein bisschen aufhalten. Was es kostet, ist sehr schwer zu sagen. Der einmalige Invest wäre eigentlich nicht zu stemmen. Du kannst sowas eigentlich nur machen, wenn du lange Zeit dir gibst. Die Investitionen sind so hoch,
dass man viele Jahre braucht, um das zu amortisieren. Denn es geht ja nicht nur darum, all die Sachen zu haben, einmal anzuschaffen, sondern du musst es aufbauen, abbauen. Du musst es natürlich auch einlagern, den Rest vom Jahr. Irgendwo müssen all die Sachen hin. Und das sind schon Millionenbeträge, die man hier von A nach B bewegt. Das ist so. Kannst du was sagen über die Reservierungslage? Kann denn jemand, der ganz spontan noch auf den Vasen kommt, auch noch Platz bei euch im Zelt bekommen? Ja, natürlich. Also, das ist immer so ein bisschen die Mär. Man kann ja da gar nicht mehr hingehen. Das ist nicht richtig. Also, wir haben natürlich Freitagabend, Samstagabend, mit Abstrichen auch schon am Donnerstagabend oder an Tagen wie dem 2. Oktober vor dem Feiertag sind wir in der Regel ausreserviert. Da empfiehlt es sich nicht zu kommen. Am Samstagabend um 8, dann steht man natürlich schon mal eine Weile vor der Türe. Aber an all den anderen Tagen ist es nach wie vor möglich zu kommen. Und selbst wenn man eine größere Gruppe hat, wir finden immer einen Weg. Okay. Ja, Frau Eisenmann, wir waren schon vor einem Jahr da und können wir noch mal diesen kleinen Einspielfilm zeigen? Und da habe ich Sie gefragt, ob Sie sich denn vorstellen könnten, als Spitzenkandidatin hier zu kandidieren. Da haben Sie das noch ein bisschen, sage ich mal, überwagen gelassen. Jetzt haben Sie sich entschieden. Was gibt denn so einen Ausschlag, dass man sagt, ja, das möchte ich machen? Die Familie, Gespräche? Oder sagt man es ganz spontan, ich will das? Nein, also das ist ein Prozess. Natürlich sprechen Sie mit vielen, mit Freunden, mit Familie. Aus der Partei, aus der Fraktion. Es sind viele, die auf Sie zukommen und es ist eine Entwicklung. Aber es gibt nicht die Entscheidung, das Erlebnis oder das Gespräch. Es ist ein Prozess. Wir hätten natürlich auch heute einen Grünpolitiker da gehabt. Die waren entweder beschäftigt oder der Ministerpräsident, der kam aus Finnland heute zurück. Sie haben gesagt, das Amt hat man nicht gepachtet. Das ist ja auch eine Herausforderung für Sie, gegen so einen populären Ministerpräsidenten anzutreten. Die jüngsten Umfragen waren jetzt auch nicht gerade besonders begeistert. Wie gehen Sie das denn an? Weil ihn direkt frontal anzugreifen kann vielleicht auch schwierig sein, oder? Nein, ich denke, dass man Wahlkampf in der Sache hart, in der Sache strittig, aber natürlich, was Personen angeht, nicht persönlich führen muss. Das ist überhaupt nicht das Thema. Natürlich haben wir noch einen ordentlichen Weg vor uns. Es sind ja aber auch noch 18 Monate. Und wir sehen natürlich, dass die Grünen zurzeit in ganz Deutschland auf einer Welle schwimmen. Das hat mit Thema zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass sie sich inhaltlich nicht festlegen. Aber darum geht es uns nicht. Uns geht es als CDU darum, uns selbst zu positionieren, Antworten zu geben auf die Fragen, die stehen. Und jede Wahl ist eine Entscheidung von Wählerinnen und Wählern, die neu beginnt. Und deshalb hat niemand das Amt gepachtet. Wir werden sehen, wo wir in 18 Monaten stehen. Das ist noch lange Zeit. Wann soll denn dann diese heiße Wahlkampfphase anfangen? Kann man jetzt noch ganz normal regieren und sagen, okay, das kann man trennen, das eine vom anderen? Ja, natürlich. Es wäre zu früh und es wäre auch nicht angemessen. Die Menschen erwarten von uns, dass wir dieses Land gut regieren. Da gibt es übrigens auch noch einiges zu tun. Die Wirtschaft verändert sich. Es gibt viele Herausforderungen, wo wir, glaube ich, auch mehr Schwung reinbringen müssen in die Politik und Wahlkampf. Wenn wir uns in einem Jahr wieder begegnen, sieht es vielleicht anders aus, aber bis dahin haben wir sicher noch Zeit für Sachpolitik und für Entscheidungen, die für dieses Land wichtig sind. Karl, du bist ja ein Prophet, wir können das auch einspielen. Wir machen ja diese Sendung auch in Heilbronn, da heißt Volksfest TV. Und da können wir nochmal zeigen, was du gesagt hast. Und da hast du ja der Susanne Eisenmann sehr gute Chancen eingeräumt im Duell mit Winfried Kretschmann. Nun, es liegt in erster Linie daran, ich kenne die Ministerin schon sehr lange, auch schon in anderen Funktionen. Und ich habe einfach allergrößten Respekt vor ihrer Arbeit, vor der Art, wie sie Dinge angeht. Und ich glaube, wenn überhaupt irgendjemand in der Lage ist, da ein bisschen Wind reinzubringen, dann ist sie das. Sie haben gewählt, Herr Rasch, Ihren Wohnort in Bregenz. Wie kommt man denn nach Bregenz? Ich war als Kind schon oft Skifahren in der Region und habe mich einfach verliebt, damals als Kind schon. Und einfach, ich habe vorher in Frankfurt gelebt, 5 Jahre lang. Und da ich mir den Wohnort aussuchen kann, weil ich eigentlich nur einen Flughafen brauche, ist es eigentlich ganz, ganz praktisch. Von dem her Bregenz, wegen dem See und den Bergen, ist einfach brutal hohe Lebensqualität. Und ich habe mich auch ein bisschen verliebt da in den Ort. Also wann kann man denn so ungefähr mal das eruieren, dass man sagt, ich möchte unbedingt Rennfahrer werden? Ist ja schon irgendwie ein ganz besonderer Beruf. Ich weiß, wenn man mal im DTM-Fahrer unterwegs ist, da wird es einem ja kreuzschlecht, wenn man mal so eine Mitfahrt machen darf und die rasen auf die Kurve zu und man denkt immer, bitte bremst doch irgendwann und der bremst nie irgendwie. Also ist schon Wahnsinn. Also wann entsteht denn dieser Berufswunsch? Als Kind eigentlich schon. Also ich habe als wirklich als 4-5-Jähriger angefangen mit Kartfahren, habe damals Michael Schumacher bejubelt. Und dann wächst man da so langsam rein und irgendwann so mit 14, 15 muss man sich entscheiden,
was macht man mit der Schule? Gehe ich studieren, mache ich eine Ausbildung, breche ich die Schule ab? Ich habe nach meinem Abitur aufgehört und habe mich dann wirklich nur auf den Motorsport fokussiert. Das funktioniert natürlich nur bei einer sehr geringen Prozentzahl von Rennfahrern. Bei mir hat es zum Glück funktioniert, aber klar, das ist eine gewisse Unsicherheit, wenn man nach der Schule sich wirklich nur auf den Sport fokussiert. Aber heutzutage muss man das machen, weil ansonsten hast du keine Chance mehr. Ja, und nicht nur Sie geben Vollgas, auch hier die Fahrgeschäfte auf dem Wasen, da wird natürlich Vollgas gegeben. Ich habe mir das mal angeschaut, 141 Schaustellerbetriebe sind hier auf dem Wasen. Die schnellste Attraktion mit 120 km/h ist Apollo 12. Es gibt 4 neue Fahrgeschäfte dazu, den höchsten Freifallraum aus 85 Metern. Also vieles zu entdecken hier in Bad Cannstatt. Und wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut auf dem Wasen und die Wasenimpressionen, die sehen Sie jetzt. So, jetzt haben wir gesehen, da geht einiges ab hier auf dem Wasen. Frau Eismann, was fahren Sie denn am liebsten, wenn Sie hier auf dem Wasen unterwegs sind? So ganz ehrlich, ich bin ein bisschen ein Feigling. Also so Riesenrad, so Geisterbahn, alles andere. Das ist ja immer was, ne? Okay, also ja, besser wie nichts. Also sind Sie auch so ein Volksfest-Fan, Herr Rasch? Ich bin das erste Mal hier. Ja. Von dem her Premiere für mich. Bin gespannt, wie es nachher wird. Also ich werde auf jeden Fall ein bisschen länger bleiben, mir das Ganze mal anschauen. Von dem her bin ich ganz gespannt, was passiert heute. Apropos Tempo, liebe Frau Eisenmann, Sie waren ja Büroleiterin beim Herrn Oettinger. Das ist ja auch so ein Tempofanatiker, zumindest was die Sprache angeht, diesbezüglich. Lernt man da das schnelle Sprechen oder muss man sich irgendwann abgewöhnen? Ach ja. Das heißt ja immer, Sie sprechen so schnell, gell? Ja, aber das war schon vorher da. Das war schon vorher da, nicht vom Oettinger? Nee, definitiv nein. Ja. Er hat es ja auch noch. Er hat es ja, so, Sie haben schon ein bisschen zurückgedreht, ja. Aber er war so ein Workaholic, hat das ein bisschen abgefärbt? Ja, gut, natürlich ist er jemand, der unglaublich viel arbeitet, viel Termine macht, viel Gespräche führt. Ich glaube auch, dass es für Politiker wichtig ist, dass sie draußen sind. Und das sind halt viele Abende, das sind auch viele Wochenende, sind aber bei anderen Berufen auch mit den Leuten reden. Das ist zeitintensiv. Mir macht es Spaß und ich glaube, dass so Politik auch richtig angelegt ist. Ich habe gelesen, Sie haben den Jagdschein. Wie kam es denn dazu? Was war die Intention, dass Sie einen Jagdschein gemacht haben? Sind Sie so aktiv als Jäger? Nein, schon lange nicht mehr, weil das müssen Sie ja auch immer einüben, das ist ja alles nicht ganz ungefährlich. Ja, ich habe seit 30 Jahren Jagdschein und zwar deshalb, weil bei mir in der Familie es viele Jäger gibt und mein Bruder und ich die Jagd eigentlich abgelehnt haben. Wir haben viel von Bambis, Morden bei Familienfesten gesprochen und das hat mein Onkel irgendwann so genervt, dass er gesagt hat, wisst ihr was, ihr macht den Jagdschein und befasst euch mal mit der Materie. Und dann habt ihr vielleicht Ahnung, dann könnt ihr auch mitdiskutieren. Und so kamen wir zum Jagdschein. Habe es nie bereut, weil ich ganz viel gelernt habe und so ist es damals entstanden. Ne? Das Jagen kann ein Hobby sein. Herr Rast, was sind denn Ihre Hobbys, wenn Sie sich ein bisschen erholen von der Rennfahrerei? Ja, zum ersten Mal natürlich Familie. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt 3 Jahre alt. Wenn ich zu Hause bin, verbringe ich natürlich Zeit mit ihm hauptsächlich. Dann natürlich ein bisschen Sport nebenbei, Mountainbiken, ganz normale Dinge. Ich glaube, jeder, der ein freies Wochenende hat, macht die gleichen Dinge wie ich. Einfach ein bisschen rausgehen, entspannen. Hier und da mal ein bisschen was essen gehen, also wirklich ganz, ganz, ganz entspannte Dinge tun. Gespannt sind wir auch immer bei deiner Lieblingsfrage. Was ist deine Lieblingsfrage, die du immer gerne gestellt bekommst, wenn wir zusammen sind? Nach dem Bierpreis. Ja, das ist schön, ohne dass wir es abgesprochen hätten. Ich freue mich total. Naja, das ist wirklich schon ein bisschen befremdlich. Wir hatten ja auch im Vorfeld zu diesem Cannstatter Volksfest wie immer am vergangenen Dienstag eine große Pressekonferenz mit, ich weiß nicht, 50 Medienvertretern. Und es wurden dieses Mal wirklich überraschend viele, wirklich auch inhaltsschwere Fragen gestellt. Es wurde diskutiert und wir sind eigentlich alle da rausmarschiert und haben gedacht, Mensch, das war jetzt aber mal wirklich eine tolle Pressekonferenz. Und meine Frau ist dann, bin hier geblieben auf dem Wasen, um den Aufbau hier zu leiten. Und meine Frau ist dann nach Hause gefahren und schon im Auto kam im Radio das Einzige, was überhaupt übrig blieb von dieser ganzen 1,5-stündigen Pressekonferenz, das Bier ist wieder teurer geworden. Was für eine Überraschung. Also, die 11-Euro-Marke habt ihr geknackt? Ja, wir noch nicht. Ihr noch nicht? Nein, wir noch nicht. Du kennst mich als sehr volkstümlichen Gastronomen, der sich bemüht, nach Kräften einen volkstümlichen Preis darzustellen. Es ist tatsächlich auch nur ein Kollege, der die 11 Euro geknackt hat und alle anderen sind noch knapp drunter.
Man sollte das ja auch immer in Relation setzen. Ne? Also ich habe nachgeschaut, in Dubai kostet ein kleines Glas Bier, also wahrscheinlich so irgendwie, 10,90 Euro. Und in Oslo 9,40 Euro. Also dann sind doch die knapp 11 Euro ne, für die Maß. Okay, ist doch relativ. Alles aber. Relativ, so ist es. Ja. Bist du eigentlich bekennender Biertrinker? Zu Hause, also wir kommen aus einer Weinbauernfamilie, trinken eigentlich alle Wein. Und ich habe einfach dann gerade im Sommer eher Durst. Also ich trinke tatsächlich daheim eher Bier. Also der Vater hat dann immer Bier im Kühlschrank, nur für mich. Nur für dich? Ja. Sehr schön, wunderbar. Kommen Sie auch mal mit dem Kabinett auf den Vasen? Ja. Übernächste Woche ist Kabinett auf dem Vasen. Ja, beim Karl Mayer, klar. Ah, wo sonst? Ich habe jetzt gelesen, durch diese ganzen Dieselgeschichten und die Strafgelder hat das Land 1,5 Milliarden mehr plötzlich in der Kassa mit drin. Und am Sonntag trefft ihr euch und wollt mal gucken, wie ihr das Ganze verteilen könnt. Das ist doch toll, oder? Ja, das klingt klasse. Ja, also zunächst mal, ich hatte eigentlich am Sonntag geplant, beim Volksfestumzug in der Kutsche zu sitzen. Ja, das wird nichts, ne? Nein, wird nichts, wird abgesagt, weil wir in der Regierung uns über tatsächlich mit der Frage befassen müssen, wo investieren wir, welches Geld, auch im Hinblick darauf, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln, wird dann mühsame Verhandlung den ganzen Sonntag. Kann das dann auch die Digitalisierung, was ja immer ein Thema ist, auch für Sie vor allen Dingen in den Schulen, nochmal einen Anschub geben? Ja, also wir werden natürlich Schwerpunkte setzen. Bildung wird ein Schwerpunkt sein, das zeichnet sich schon ab. Und natürlich ist Digitalisierung eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Wir sind in einem wirtschaftsstarken Land. Und hinten nach, ne? So deutlich hintan und deshalb müssen wir was machen und das muss ein Investitionsschwerpunkt sein, klar. Sind wir gespannt, was rauskommt. Ja, Steffi, Netflix oder Fallers? Die Fallers auf Netflix. Ja, ja, die Fallers auf Netflix. Wusste ich noch gar nicht, dass die Fallers auf Netflix gibt. Was ich natürlich fragen wollte, wer so viel Fernsehen macht, schaust du es auch Privatfernsehen? Und was dann? Also tatsächlich habe ich lange, lange Tage und abends ist dann erstmal die Familie dran und dann gucke ich viel Mediathek und dann arbeitet man auch noch oft, dass man sagt, also man will eine bestimmte Diskussion noch verfolgen oder ähnliches, aber so am Sonntag mal wirklich zu sagen, so jetzt vor den Fernseher und mal richtig zappen und dann kann man bei den Fallers landen, aber dann muss es echt immer, dann muss es sonntags was sein, was mich nicht aufregt. Also dann... Ah ja. Nichts Ernstes. Also keine Talkshow oder sowas, sondern. Nee, keine politische Talkshow. Nein. Gut, wunderbar. Also auch mal ein bisschen. Ja. Also dann sowas wie Rosamunde Pilcher. Ach, was irgendwie gut ehrlich? Ausgeht. Ja. Toll. Kein Tatort. Nein, es ist für mich viel zu aufregend. Unglaublich. Ja. Tatort gucken ja alle anderen. Achso, deswegen bist du bei Rosamunde Pilcher. Schauen wir nach vorne. René Rast, nächste Saison in der DTM. Ja. Wie geht's da weiter? Was sind Ihre Ziele? Wie sehen Sie die nächste Runde? Ja, natürlich, der nächste Titel ist schon wieder das nächste Ziel. Ich habe jetzt zwei Titel eingefahren in den letzten drei Jahren, von dem her ein dritter Titel wäre noch schön. Dann wäre ich in der Liga von den drei besten DTM-Fahrern der Geschichte, von dem her ein Titel wäre noch schön. Aber ja, wie gesagt, DTM, das ist jedes Jahr ein bisschen anders. Man kann sich da nicht auf den Erfolgen ausruhen, man muss trotzdem weiter arbeiten. Und das werden wir machen über den Winter, haben jetzt eine lange Winterpause vor uns, in der wir natürlich uns entwickeln werden und hoffentlich dann nächstes Jahr wieder zurückschlagen würden. Wir werden es gespannt verfolgen, genau wie wir gespannt verfolgen, was sich hier alles auf dem Vasen abspielt. Bis zum 13. Oktober, wir haben es ja gesagt, geht es hier rund und mit vielen Attraktionen, mit vielen spannenden Aktionen in den verschiedenen Festzelten und natürlich auch auf dem Festplatz. Und dann das große Finale am 13. Oktober mit Feuerwerk sogar. Also hier gibt es noch ein richtig echtes Feuerwerk, Feinstaub hin oder her. Die Diskussion führen wir dann bei der nächsten Folge von Vasen TV im nächsten Jahr. Viel Spaß hier auf dem Vasen und vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Dankeschön und zum Wohl. We'll be right back.